So, wir wollen uns mal die verschiedenen Abschreibungsmethoden anschauen, konkret an einem Beispiel. Das Beispiel ist denkbar einfach. Wir haben eine Maschine für das Unternehmen angeschafft, also einen Gegenstand des Anlagevermögens. Wir haben Anschaffungskosten gehabt in Höhe von 2.450 Euro und die geplante Nutzungsdauer der Maschine ist 7 Jahre. Und bevor wir jetzt anfangen zu rechnen, müssen wir eine Sache festhalten. Wenn wir hier nämlich von Zeitpunkten reden, T0, T1, T2, dann müssen wir ganz klar sagen, ob damit das Ende oder der Anfang der Periode gemeint ist. Hier ist immer das Ende gemeint, ist für uns praktischer, weil die Abschreibungen ja immer am Ende eines Geschäftsjahres getätigt werden. Und dementsprechend steht hier also am Ende von Periode 0, für BEW, das ist der Buchwert, steht 2450. Ende von Periode 0 ist das gleiche wie der Anfang von Periode 1. Und Anfang von Periode 1 ist ja da, wo wir eben die Maschine kaufen. Da ist sie noch brandneu, noch kein bisschen abgenutzt. Das heißt, sie steht in unserer Buchhaltung drin mit den vollen Anschaffungskosten in Höhe von 2450 Euro. So, wir wollen jetzt wissen, wie die lineare Abschreibung ist. Lineare Abschreibung sehen Sie hier in der Formel ist einfach die Anschaffungskosten aufgeteilt auf die Nutzungsdauer, also hier sowas, macht 350 Euro pro Jahr. Das können wir gleich für alle Jahre eintragen. Und am Ende vom ersten Jahr ziehen wir also diese 350 ab von den 2450, bleiben noch übrig 2100. Das gleiche machen wir dann am Ende des nächsten Jahres und dann wieder und dann wieder und dann wieder und wieder und wieder und am Ende der siebten Periode des siebten Jahres bleibt dann nichts mehr an Buchwert übrig. Wobei wir könnten da auch natürlich die 1 hinschreiben. Sie wissen ja, manchmal macht man das, dass eine Maschine mit einem Erinnerungswert von 1 Euro in den Büchern bleibt. Es könnte ja sein, dass sie nach den 7 Jahren immer noch funktionstüchtig ist und weiter benutzt wird, auch wenn sie ganz abgeschrieben ist. Und da ist es besser, sie steht mit einem echten Wert in den Büchern drin, als mit einem Wert von 0. Und dann wäre dann eben die letzte Abschreibung nicht 350 gewesen, sondern 349. So, das ist die lineare Abschreibung. Ist, denke ich, ziemlich einfach. Gehen wir über zur degressiven Abschreibung. Da muss ich hier kurz das umschalten. Wie Sie in der Formel sehen können, brauchen wir für die degressive Abschreibung noch eine Annahme, nämlich über das AB, den prozentualen Abschreibungssatz. Hier nehmen wir einfach 20% an. Es gibt da genaue gesetzliche Regeln, wann man welchen Satz annehmen, höchstens ansetzen darf, aber das ist für uns jetzt mal hier egal. Hier geht es nur um die Methode an sich. Und zwar machen wir hier die degressive Abschreibung ohne Verfahrenswechsel. Das heißt, wir schreiben bis zum Ende degressiv ab und wie Sie sehen werden, bleibt am Ende eben dann noch ein Buchwert über 0 übrig. So. Wie vorher nehmen wir an, klar, am Anfang, wenn wir die Maschine gekauft haben, steht die Maschine noch mit dem vollen Wert in den Büchern. Und am Ende der ersten Periode ziehen wir dann eben 20% ab. Das ist ja das, was hier passiert bei der degressiven Abschreibung, immer ein konstanter Prozentsatz. So, 20% von 2450 sind 490, macht einen Restwert von 1960 am Ende von Periode 2. Ziehen wir wieder 20% ab, aber natürlich jetzt von dem verringerten Restbuchwert. Also 20% von 1960 macht 392 und dann eben, wenn wir das abgezogen haben, einen neuen Buchwert von 1568. Das machen wir bis zum Ende des siebten Jahres und wie Sie sehen können, bleibt da eben ein positiver Restwert übrig von 513,81 Euro. Das ist halt nicht so schön, weil wir hatten ja vorgesehen, dass die Maschine 7 Jahre nutzbar ist und nach dieser Methode hätten wir dann aber noch einen Restwert von 500, obwohl sie eigentlich ganz abgeschrieben sein sollte. Und wie sowas dann funktionieren kann, sehen wir dann in der nächsten Methode. Da schreiben wir dann nämlich ab, geometrisch degressiv mit Übergang zur linearen Methode. Und zwar gehen wir so vor, dass wir am Anfang mit der degressiven Methode abschreiben, und zwar so lange, bis die lineare Abschreibung einen größeren Abschreibungsbetrag liefert. Streng genommen vergleichen wir einfach jede Periode den Abschreibungsbetrag, der sich ergeben würde, wenn wir linear abschreiben, und den Abschreibungsbetrag, der sich ergibt,
Wenn wir degressiv abschreiben und den größeren nehmen wir, denn bilanzpolitisch macht es Sinn, so früh wie möglich, so viel wie möglich abzuschreiben. So, also, das hier, wie gehabt, am Anfang der ersten Periode steht die Maschine mit dem vollen Wert in den Büchern. Dann vergleichen wir jetzt eben den degressiven Abschreibungsbetrag mit dem linearen Abschreibungsbetrag. Der lineare, wissen wir, ist 350. Das hatten wir ja hier stehen. Schleppe ich einfach mal mit. Und der degressive, das wissen wir auch noch von hier, war 490. Das heißt, wir nehmen einfach mal die 490, das ist mehr. Okay? Macht einen Restbuchwert von 1960. So. In der nächsten Periode vergleichen wir wieder. Was wäre von 1960 der degressive? Der degressive Abschreibungsbetrag wäre 392, genauso wie da. Die lineare Abschreibung davon ist jetzt nicht mehr 350, so wie es hier drüben war, denn die lineare Abschreibung in dieser Periode würde sich ja auf den neuen Buchwert beziehen. Das heißt, wir müssen dann eben rechnen 1960 durch 6, weil wir ja schon ein Jahr in der Zukunft sind. Macht 326 zwei Drittel. Schreibe ich mal hier hin. Wir sehen, die degressive Abschreibung ist immer noch größer, also bleiben wir bei der degressiven Abschreibung. Macht einen neuen Restbuchwert von 1568. So, in dieser Periode vergleichen wir wieder. Degressive Abschreibung, also 20% hiervon, würde einen Abschreibungsbetrag ergeben von 313,6. Und die lineare Abschreibung wäre dann in Bezug auf diesen Buchwert eben 1568 durch 5, weil wir jetzt noch ein Jahr in der Zukunft sind. Macht 313,6. Also, die Abschreibungsbeträge sind jetzt genau gleich. In Periode 3 ist es also quasi egal, wie wir abschreiben, aber wichtig ist, in Periode 3 findet dann quasi der Übergang statt zu der anderen Methode und ab da bleiben wir dann bei der linearen Methode, weil die lineare Methode ab da immer die größere Abschreibung bedeuten wird. Haben dann eben den neuen Restbuchwert von 1254 und ab da bleiben wir dann mit bei der linearen Abschreibung. Wenn Sie möchten, das zeige ich Ihnen jetzt nicht Zahl für Zahl, können Sie ja jedes Mal die degressive Abschreibung ausrechnen und dann werden Sie eben sehen, dass 20% immer kleiner sind als der lineare Abschreibungsbetrag. Und das Schöne bei dieser Abschreibungsmethode ist eben dann, dass wir am Ende genau auf den Restbuchwert von 0 bzw. 1 Euro kommen. Übrigens, natürlich, wenn Sie im Skript aufgepasst haben, haben Sie gesehen, es gibt eine Formel, um auszurechnen, in welchem Zeitpunkt der Übergang stattfinden muss. Das ist hier n plus 1 minus 1 durch ab. Können Sie alles mal einsetzen. N ist ja die Nutzungsdauer. Und dann werden Sie rausbekommen, dass es 3 ist. Und dann hätten Sie es von vornherein gewusst. Okay? Aber jetzt wissen Sie auch, warum es genau dieser Zeitpunkt sein soll. Letzte Methode, muss ich kurz das Formelblatt noch um? Ja, so. Letzte Methode ist die Leistungsabschreibung. Die ist komplett anders, weil es dann nicht rein nach der Zeit geht. Und deswegen müssen wir da noch ein paar Annahmen treffen. Und zwar nehmen wir an, dass die Maschine eine Gesamtleistung von 50.000 Stück hat. Also 50.000 Stück von irgendwas sollen produziert werden. Sagen wir 50.000 Dosen. Und das ist die veranschlagte Gesamtleistung, bevor wir annehmen, dass sie auseinanderfällt. Und dann müssen wir noch für jede Periode annehmen, was die Periodenleistung jeweils ist. Für Periode 1, 2 und 3 nehmen wir an, dass jedes Jahr 10.000 Dosen ausgeworfen werden und für die Jahre danach 4, 5, 6 und 7 nehmen wir an, dass die Leistung nur noch halb so hoch ist, also 5.000 und wir kommen insgesamt natürlich genau auf die 50.000, muss so sein. Wie gehabt haben wir einen Anfangswert von 2.450, haben wir hier stehen und wenn Sie in die Formel schauen für die Leistungsabschreibung, dann ist es nichts anderes als die Anschaffungskosten mal die relative Periodenleistung, also in Bezug auf die Gesamtleistung, wäre also 2.450 mal
10.000 durch 50.000. Ich schreibe es mal irgendwo hin. Hier 2450 mal ein Fünftel. Ja, das ist das gleiche wie 10.000 durch 50.000. Und da kommen wir auf einen Abschreibungsbetrag von 490. Und weil die Periodenleistung in Periode 1, 2, 3 natürlich immer gleich ist, muss da der Abschreibungsbetrag auch gleich bleiben. Wir hätten mal also hier den neuen Restbuchwert von 1960 für die nächsten beiden Perioden. Haben wir den gleichen Abschreibungsbetrag, haben wir jetzt noch ein Restbuchwert von 980 und jetzt müssen wir den neuen Abschreibungsbetrag ausrechnen, weil die relative Periodenleistung jetzt nur noch halb so hoch ist. Also quasi mal ein Zehntel. Und ja, die Hälfte von 490 ist 245. Und das ergibt dann neue Restbuchwerte so. Und hier kommt es dann auch schön raus, dass am Ende der Restbuchwert genau 0 Euro bzw. 1 Euro ist. Das waren die elementaren Abschreibungsmethoden.